Beispiel, wenn man da die ersten Buchstaben von oben bis hinunter, sein Name war Asher. Ist Asher. Denn der Sohn von Ephraim. Und so spielt man mit den Buchstaben von oben hinunter, bekommt man den Namen von Menschen, Sohn von. Und im Judentum gibt es so, dass wenn man hinauf in den Himmel kommt, fragt der Engel jeden drei Fragen, nur drei Fragen. Hast du Zeit gegeben? Das ist die erste Frage. Nicht nur einmal da und einmal dort, sondern immer Montagnachmittag oder Sonntagnachmittag hast du Zeit zum Studieren. Dann hast du studiert. Hast du ehrlich gehandelt? Und das war sehr, sehr wichtig. Ehrlich gehandelt und hast du Leute geholt. Arme Leute. Dein Name war Lemuel. Da fangen wir an zu sehen Symbole auf die Grabsteine. Das ist schon Ende 18. Jahrhundert. Sehen wir schon Symbole. Da ist Lemuel und da gleich nebenan ist ein Löwe. Hast Leb und Hirsch.